Hey Leute, hier habe ich jetzt für euch wirklich eine ganz kleine Einführung in den Warframe Equinox. Ich mache aus dem Grund jetzt nur eine kleine Einführung, weil erstens weiß ich selbst noch nicht so genau, wie dieser Frame zu modden ist, und zweitens ist noch nicht alles über seine Fähigkeiten bekannt. Das heißt, man weiß noch nicht ganz genau, wie sich was drauf auswirkt. Man weiß zwar schon, dass sich manche Sachen auf die Fähigkeiten auswirken, aber ganz genau das kann ich noch nicht sagen und ich möchte jetzt keine falschen Informationen geben. Deshalb sage ich jetzt einfach nur alles so weit, wie ich es weiß, so weit, wie ich es mit Sicherheit sagen kann, und dann dürfte eigentlich alles okay gehen. Equinox ist deshalb ein Shapeshift Warframe, weil er seine Erscheinung ändern kann zwischen einmal einer Nachterscheinung und einmal einer Tagform. Beide Formen haben verschiedene Fähigkeiten, wobei nur die erste Fähigkeit konstant bleibt, und das ist nämlich die, wodurch wir die Fähigkeiten bzw. die Formen wechseln. Auf die Fähigkeiten komme ich gleich noch genau zu sprechen, nur jetzt möchte ich noch kurz auf das Formwechseln eingehen. Hier gerade seht ihr die zusammengesetzte Form aus Tag und Nacht, wobei hier sieht man es eigentlich ein bisschen schlecht. Deshalb werde ich jetzt einfach hier zu den Standardfarben mit dem Standardhelm gehen, da kann man das dann besser sehen. Das Weiße ist die Tagform, das Schwarze die Nachtform. Ich bin jetzt auch deshalb zu den Standardfarben rüber gewechselt, weil, wenn man mit diesem Frame noch nicht vertraut ist, den Alternativhelm drauf hat und angepasste Farben, ihr kommt überhaupt nicht damit klar, welche Form ihr gerade seid, ob Tag oder Nacht. Natürlich ändern sich unten auch die Fähigkeitssymbole, aber wie gesagt, wenn man mit diesem Frame noch nicht vertraut ist, ist man komplett überfordert. Deshalb, jetzt wo ich euch alles erklären werde und zeige, werde ich hier bei diesem Standardhelm mit den Standardfarben bleiben, dann wird man auch schön immer sehen, in welcher Form wir gerade sind. Aber so viel will ich euch noch gerade zeigen. Der Alternativhelm, den es bis jetzt schon gibt, mir persönlich gefällt er einfach super gut. Hat was, vor allen Dingen, wenn man es dann schön anpasst von den Accessoires und vielleicht noch mit einem Cape. Kommt auf jeden Fall gut zur Geltung. Okay, los geht's. Die Fähigkeiten. Wie bereits erwähnt, mit 1 Metamorphose wird unsere Form gewechselt. Wenn wir die Form wechseln, bekommen wir für, von sich aus sind es 25 Sekunden, Bonuseffekte. Heißt, wenn wir in die Tagform wechseln, machen wir 25% mehr Schaden und bekommen 15% mehr Runspeed. Aber diese 15% mehr Runspeed sind multiplikativ. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel Rush drin haben, kommen wir insgesamt auf 49,5% Movement Speed, und das ist wirklich schon nicht ohne. Wenn wir in die Nachtform wechseln, bekommen wir 250 mehr Rüstung und 150 mehr Schild. Diese Effekte sind beeinflussbar durch Power Stärke, heißt, wir können dadurch unser Rüstungs- und Schildwert noch weiter erhöhen, beziehungsweise unseren Schaden und Movement Speed. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass dieser Bonus abnimmt über die Zeit, die diese Fähigkeit aktiviert ist, weil es an sich hat ja 25 Sekunden Laufzeit. Das heißt, es nimmt kontinuierlich ab, bis es bei 25 Sekunden bei 0 ist. Aber man kann das Ganze auch noch mit Fähigkeitsdauer weiter erhöhen, und dann gehe ich mal davon aus, dass es dann auch langsamer abnimmt, der Effekt. Schauen wir uns das jetzt mal an. Wir sind jetzt hier in diesem Testlevel, sind in der Nachtform, und wenn wir die 1er Fähigkeit aktivieren, sind wir erst in beiden Formen auf einmal und dann wechseln wir rüber in die andere Form. Und wenn wir unten auf den Timer schauen, sehen wir, wie unser Bonus am Laufen ist, den wir jetzt durch diese Form erhalten haben. Zur zweiten Fähigkeit, Ruhe und Rage. In der Nachtform können wir unsere Feinde in Schlaf versetzen und in der Tagform werden sie in Rage versetzt und erleiden mehr Schaden, aber dafür werden sie auch schneller und machen selbst mehr Schaden. Fähigkeitsdauer von 22 Sekunden, eine Reichweite von 50 Metern, ein Fähigkeitenradius, das ist jetzt wichtig, weil wir schießen, in Anführungszeichen, wir aktivieren diese Fähigkeit auf den Gegner und in einem 2,5 Meter Radius um den Gegner wird jeder Feind auch noch davon betroffen. Jetzt muss man wissen, die Gegner werden dann erstmal 20% schneller, erleiden aber auch 50% mehr Schaden. Und die Gegner, die schlafen, wachen auf, wenn sie 50% von ihrem Maximalleben verloren haben. Vor allen Dingen dieses Ruhe könnte interessant sein, wenn man mit einem Dolch spielt
und den Mod hat, dass man mit Finishern alle Gegner One-Hit hauen kann. Also es könnte schon ziemlich gut sein, diese Fähigkeitenkombination, aber muss man erstmal selbst damit klarkommen. Okay, probieren wir das da aus. Dazu nehmen wir jetzt korrumpierte Schlechter, weil die uns am wenigsten machen können. Das ist natürlich jetzt etwas übertrieben, nehmen wir nur 5 Stück. Und damit man es schön sieht, erhöhen wir auch das Gegnerlevel auf 50. Okay. Nachtform. Müssen wir den Gegner suchen. Casten unsere Fähigkeit drauf. Und da schläft er. Das kann man schön sehen. Wenn wir einen Melee-Angriff machen, wird es direkt zum Finisher, der böse Schaden macht. Nochmal, ihr achtet drauf. Hat doch was. Jetzt die Tagform wird etwas schwierig zu zeigen, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Mein Wächter ist gerade etwas blöd, weil er alles zerschießt, aber egal. Da brauchen wir jetzt ein paar Gegner, sonst wird alles zerschossen. Wechseln wir in die andere Form. Und wie ihr seht, der Gegner ist um einiges schneller, hat einen visuellen Effekt drauf. Und er würde jetzt auch mehr Schaden machen, aber selbst erleidet er auch mehr Schaden. Ganz, ganz wichtig, habe ich eben vergessen zu erwähnen, wenn wir die Fähigkeit wechseln, also unsere Form wechseln, wird jede Fähigkeit beendet, die wir gerade aktiv haben. Und die Übergangsphase zwischen männlich und weiblich dauert 2 Sekunden und ist nicht beeinflussbar durch Naturtalent. Und jetzt zur dritten Fähigkeit. Die ist relativ interessant und ich denke auch Equinox beste Fähigkeit. In der Nachtform wird der Schaden von Feinden reduziert. Das ist dann sowas wie eine Aura, die wir um uns rum haben. Und in der Tagform wird die Fähigkeit Stärke von Verbündeten erhöht. Pro gecastete Fähigkeit in unserer Nähe wird uns 3 Energie abgezogen. Und wir erhöhen unsere Fähigkeit Stärke, beziehungsweise die Fähigkeit Stärke der Verbündeten um 20%. In der Nachtform wird von Feinden der Schaden reduziert. Ich denke mal um 50%. Und dass wir pro Sekunde 0,5 Energie verbrauchen, wo ein Gegner davon betroffen ist. Kann ich jetzt selbst nur spekulieren, weil es fast nichts drüber bekannt. Ja, okay. Ich wüsste leider nicht, was ich euch jetzt an dieser Fähigkeit groß zeigen sollte, also kommen wir direkt zur letzten Fähigkeit, heilen und verstümmeln. Da passiert, dass wir in der Nachtform unsere Verbündeten heilen, für jeden getöteten Gegner in unserem Radius. Und in der Tagform bekommt jeder Gegner einen kontinuierlichen Schnittschaden, beziehungsweise auch einen Schnittbrock. Es sieht dann so aus, wenn wir diese Fähigkeit aktivieren, haben wir einen großen Kreis um uns rum, beziehungsweise die Fläche, die davon betroffen ist, ist markiert. Zeige ich euch gleich auch. Und was jetzt hier diese Sachen zu bedeuten haben, muss ich leider auch spekulieren. Ich gehe davon aus, dass die Gegner in der Nachtform nur noch 75% ihrer Gesundheit haben. Und dass die Gegner in der Tagform 150 Schnittschaden erhalten und selbst noch 25% weniger Schaden machen. Aber das mit dem Schadensmultiplikator habe ich wirklich keine Ahnung. Ist jetzt wirklich spekuliert. Und das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist euch das Ganze zu zeigen. Ich habe es mir jetzt doch noch ein bisschen anders überlegt. Ich werde euch jetzt die dritte und die vierte Fähigkeit zeigen. Und probieren wir jetzt mal aus, wie das funktioniert. Kommen wir jetzt erst zur dritten Fähigkeit. Ich bezweifle jetzt, dass man da groß was sehen wird. Halt eben der Bereich, in dem die Gegner davon betroffen sind. Und das war's auch schon. Aktivieren wir die vierte Fähigkeit, also alles noch in der Nachtform. Sieht man hier, wie der Boden verfärbt ist, aber an sich sieht man beim Gegner auch nichts.
Okay, dann kommen wir jetzt zur Tagform. Ich gehe jetzt davon aus, dass man bei der dritten Fähigkeit auch nichts sehen wird, also... Naja, halt eben wieder diese Aura, die um uns rum ist und... Ja, das war's. In diesem Bereich wäre jetzt zum Beispiel die Fähigkeitsstärke von unseren Verbündeten erhöht. Kommen wir jetzt zur vierten Fähigkeit. Da hoffe ich doch ein bisschen mehr zu sehen. Und da sehen wir doch einiges mehr. Schöner visueller Effekt, die Gegner bluten, die Gegner sterben, bekommen schön Schnittschaden ab. Sind eigentlich fast komplett außer Gefecht gesetzt wegen den Procs hier. Und das ist auf jeden Fall brauchbar. Ja, mein vorläufiges Feedback für Equinox ist, Equinox ist ein Support Warframe, wo auf jeden Fall eine gute Fähigkeit hat, durch die Fähigkeitsstärke der anderen zu erhöhen, aber sehr schwierig zu spielen ist. Solo ist dieser Warframe eigentlich gar nicht zu empfehlen, beziehungsweise könnte brauchbar sein mit einem Max-Range-Build und dass man auf Ruhe geht und dann einen Dolch dabei hat, der... den Mod drin hat, dass man alles automatisch One-Hit haut. Aber auch ohne diesen Mod, habt ihr eben gesehen mit meinem Shore Sword, ich glaube es waren 22.000 Schaden, die ich an einem schlafenden Feind gemacht habe. Also hat was. Die vierte Fähigkeit, meiner Meinung nach nicht gut, aber könnte im Low-Level-Bereich ganz witzig sein, bei Exterminate-Missionen oder Low-Level- Defense-Missionen und die Gegner dann reinrennen und durch die Schnittprocs sterben. Also alles in allem, Equinox ist ein ausbalancierter Frame, der nicht dazu gedacht ist, selbst großen Schaden zu machen, aber ich denke, im richtigen Setup und im richtigen Team kann er doch schon eine verdammt gute Ergänzung sein.